Eigentlich sollte das ein Video über Sardinien werden, doch die geführte Tour war ein Reinfall, so dass ich nur wenig von der Insel gesehen habe. Deshalb ist dieses Video mehr die Vorschau meiner Tour im nächsten Jahr mit dem, was ich gesehen habe und dem, was ich sehen wollte. Die Schiffspassage von Korsika endete 2022 in Santa Teresa. Gleich in der Nähe, Capo Testa, was ich in 2023 zwingend ansteuern möchte. Auf der Halbinsel befindet sich auch das Valle della Luna, in dem während der 68er zahlreiche Hippies und Aussteiger lebten, bis das Zelten auf ganz Sardinien verboten wurde. Die Höhlen nutzen noch immer einige übriggebliebene. Den Elefantenfels kurz vor Castel Sardo darf man bei einer Sardinien-Tour nicht auslassen. Eigentlich ist Castel Sardo selbst schon ein Highlight und eine der schönsten Städte Italiens. Die Kurven hat auf der SS 389 von Budeso nach Pizzi. Tagesziel auf unserer Tour war ein recht schönes Hotel in Orosei. Ich habe es nicht gewagt, die mit über 17% steilste Asphaltstraße Sardiniens auf dem Monte Tutta Vista mit 27 Kehren. Doch bei Monte Zoncolan mit über 23% hatte ich keine Probleme, also sollte ich auch den Tutta Vista schaffen. Oben dann ein einzigartiges Panorama. Der beeindruckendste Streckenabschnitt Sardiniens sollen die Berg- und Küstenstraßen zwischen Alghero und Bosa sein. Mal schauen, ob das 2023 was wird. Zum Lago del Cedrino fuhr ich alleine. Weiter über den Ionas. Solo, dem einstigen Banditendorf mit sozialkritischen Wandmalereien.
Capponi, das höchstgelegene Dorf Sardiniens, mit genau 1000 Metern über dem Meer. Wir zeigen die bemalten Häuser Szenen aus dem Alltag der Bauern. Okay, shot number two. This time I'm going to start der höchste Pass der Insel, der Passo di Dascusi. Über die Tragödie, die sich am Silvesterabend 1913 zugetragen hat, berichte ich in dem Video, das ich 2023 erstelle. Einen Pass kann ich noch bieten. Von Odersee Richtung Norden ist die SS 125 weniger aufregend, mit nur wenigen Kurven. Aussee in La Caleta. Die Insel Tabulada mit dem Punta Canone. Vom einst kleinsten Königreich der Welt erzähle ich im Originalvideo. Die Costa Smeralda, welche von Palau nach Olbia reicht, steht für 2023 auf meiner Destinationsliste. Vorteil an Sardinien sind die mautfreien Autobahnen quer durch die Insel, sodass man relativ schnell an jeden beliebigen Ort gelangt. Auf dem Monte Limbara möchte ich auffahren, dem mit 1362 Metern höchsten Gipfel der Gegend, von wo aus die Sicht über ganz Nordsardinien reicht. Wenn man schon da ist, dürfte auch ein Besuch vom Felsenaltar in Ushiri interessant sein. Mal schauen. Wieder Richtung Süden, das Highlight. Die SS 125, eine der allerbesten Strecken, die ich je gefahren bin. So ein längerer Filmausschnitt.
Beim nächsten Mal fahre ich die in beide Richtungen. Arbeitags, wozu die Zeit fehlte, ist sie doch eine der großen Attraktionen Sardiniens. Das Geisterdorf Cairo Vecchio oder so ähnlich darf man nicht auslassen. Ebenso Ulassai. Mit der Grotta Sumarmuli, nach eigenen Angaben, die imposanteste Tropfsteinhöhle Europas. Auch befindet sich in der Nähe der Cascade delle Quarzi, fast 100 Meter hoch, 70 Meter breit, nach Unwettern besonders beeindruckend. Was es sonst noch zu entdecken gibt, wird sich zeigen. Zumindest dürfen sich mit meiner Neuanschaffung beeindruckende Perspektiven ergeben.